Aloha, ich grüße euch. Ich habe bestellt bei Glas und Poppy Versand, alles selbst bezahlt, selbst ausgesucht und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich bestellt habe. Ich finde es total genial. Ich bin ja immer auf der Suche nach Aufbewahrung, nach der Optimierung von, ja, wie ich Papier aufbewahre, vor allem die großen Blöcke 12x12 Inch, 30,5x30,5. Und da habe ich was Cooles gefunden. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr kein Video mehr. So, als erstes kommen jetzt mal die Gratis-Beigaben. Ja, Bastelkataloge. Ich habe es noch nicht durchgeschaut. Ne, verschiedene Bastelkataloge. Ja, wie bin ich auf Glas und Hobbyversand aufmerksam geworden? Ich habe damals auch ewig und 3 Tage her. Ich wollte eine Stanzmaschine haben, da hatte ich noch keine und mein Mann hat mir die bei Glas und Hobby Versand bestellt. Das war eine Sissix Big Shot A4 Plus und ja, seitdem bekommen wir den Newsletter und ab und an bestelle ich da schon mal was und die haben coole Angebote. Müsst ihr mal gucken und auch Kataloge, Crystal Art, okay, das ist wahrscheinlich Diamond Painting, wusste ich gar nicht, dass die das auch haben. Und hier haben wir, okay, das Herbst, Winter 22, 23, der ist ein bisschen älter, aber trotzdem sind da wahrscheinlich schöne Sachen drin, da kann man schauen. Also diese ganzen Prospekte waren dabei. Dann konnte man sich den Glitterkarton gratis dazu bestellen. Ob telefonisch oder online, das Konto ist egal. Wie? Das war ein Gratisprodukt. Schauen wir mal rein. Der sieht auch hochwertig aus, fühlt sich gut an. Na, Glitter geht nicht ab. Und dann haben wir Silber, Rosé, Gold, Bronze, Grün, Türkis, Pink, ja so lila, blau und so ein Rot oder Bärenton. Und hier hinten kommt noch eins. Will nicht. Das Schwarz. Das war gratis. Hole ich gleich weg. So, und dann lag noch hier so ein Stickerbogen bei. Danke für Ihre Bestellung. Der war auch gratis. So, jetzt kommen wir zu meiner Bestellung. Wir fangen klein an. Stand nicht auf meinem Plan, sondern was gleich kommt, stand auf meinem Plan. Auf jeden Fall habe ich von Nelly's Choice Studio Tanja diesen kleinen süßen Hintergrundstempel und diesen kleinen süßen Hintergrundstempel. Finde ich total nett. Die haben gekostet je 2,75 Euro. Denke ich, kann man nicht motzen. Schöne kleine Stempelchen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Hauptaufbewahrung, was ich bestellt habe. Und zwar zweimal diese Aufbewahrung von We Are Memory Keepers. Kostet 14,99 €. Ich habe das jetzt mal ein bisschen geöffnet. Erweiterbare Papierlagerung. 30,5 x 30,5, also 12,12 Inch. Erweiterbares Papieraufnahme. So steht es hier drauf. Kann bis zu 100 Blatt Papier aufnehmen. Ja, ich fand es richtig cool. Und hier kann man, ne, hier hinten die Sachen nehmen, um sich die Reiter zu kennzeichnen. So, so sieht das aus. Hier sind so Reiter drauf. Und das ist so eine Fächermappe. Die gibt es ja zuhauf im Action oder wo auch sonst. Aber nicht in diesen Maßen. So, und ich habe ein paar Beispiele hier für euch. Ich habe einmal 30,5 x 30,5 Block aus dem Action. Der ist auch noch recht voll. Der ist noch gar nicht angebrochen. Und schaut,
passt perfekt rein. Klasse. Dann habe ich hier ein paar lose Blätter. Die müssten auch aus irgendeinem Block vom Action gewesen sein. Auch das. Na, wenn der Block reinpasst, passt das ja auch rein. Perfekt. Und dann habe ich hier von Faltkarten.com auch 30,5x30,5 Cardstock. Und auch hier. Perfekt. Ich finde es richtig cool. Ne? Passt richtig cool rein. Und da werde ich mir entweder eine Box, mal gucken, was rein, was ich für eine Box habe, oder einen Karton präparieren, wo ich das dann reinstelle. Ich habe so gedacht, für angebrochene Blöcke oder auch für, wenn ich irgendwas bastel, ein Projekt, wo ich mir ein paar Blöcke raussuche, dass ich das dann hier rein tue und griffbereit habe. Finde ich total klasse. Zwei Stück habe ich mir bestellt. Ja, mal gucken. Wenn sich das bewährt, werde ich mir auch noch mehr bestellen. Vielleicht haben die irgendwann mal was im Angebot. Ich weiß es nicht. Ich bekomme den Newsletter und ja, gucke eigentlich viel zu selten rein. Aber ich finde es richtig klasse. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch was. So, und weil ich ja eh schon bestellt habe, ich bin leider nicht auf versandkostenfrei gekommen. Versandkostenfrei ist meiner Meinung nach ab 75 Euro. Meine Rechnung war inklusive Versandkosten 51,33. Und dann habe ich mir hier diese 30,5x30,5 quasi wie LP-Hüllen, aber mit Druckknopf. Und zwar waren die gestaffelt von den Preisen. Je mehr man nimmt, desto günstiger werden die. Und ich habe 10 Stück genommen. Ich denke, erstmal probieren, weil ich habe ja auch die LP-Hüllen, aber auch hier passt das richtig cool rein. Und ich möchte das erstmal ausprobieren, bevor ich mich hier wieder bevorrate. Die sind natürlich auch wesentlich stabiler wie die LP-Hüllen. Ich mag die LP-Hüllen auch, um Gottes Willen. Da habe ich ja für Single-LPs und für große LPs halt für Papier dann. Aber es ist natürlich sehr instabil. Und das hier wesentlich stabiler und auch gut geschützt. Ja, ich finde es klasse. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr eine andere Aufbewahrung habt, könnt ihr mir alles mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr euer Papier optimiert. Ihr wisst, ich bin Jäger und Sammler, vor allem Sammler. Nein, Jäger auch. Ich sammle auch Papier. Das ist halt so, ne, wir haben nicht nur das Hobby Basteln, sondern auch das Hobby ja, Sammelleidenschaft, ne? Schöne Papiere, hübsche Schreibwaren oder Bastelsachen. Auf jeden Fall kann ich das für mich so unterschreiben. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich bin gespannt. Kennt ihr Klassen Hobby Versand? Gebt mal laut und ja, bleibt gesund. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen und wir sehen uns. Tschüss.